Hey, hey, alle Simson-Freunde. Ich melde mich mal wieder hier und weiter geht's mit Teil 2. Ja, heute dachte ich, will ich mal den Vogel weiter rupfen sozusagen. Also weiter geht's mit den Auseinandernehmen, damit ich auch den Rahmen mal zum Sandschrein bekomme. Ja, und dann würde ich sagen, ich kann es auch schon mit den Pulverbeschichten und neu lackieren anfangen. Ich bin schon gespannt. Ja, tut mir halt leid wegen Original und so, aber der hat schon etwas mehr Patina als normal und deswegen, ja, da muss schon gesandstrahlt werden und etwas geschweißt und so weiter und so fort. Ihr kennt ja das. Aber ja, das ist nun mal. Ich freue mich schon und der wird mal richtig schick werden. Und die, die mir bei Instagram folgen, haben ja auch schon gesehen, dass ich mir eine Einserschwalbe auch zugelegt habe. Das hier ist ja eine Zweier. Dieser Vogel bekommt ja eine Warpe. Und das Schöne dabei ist ja auch, wenn man mehrere hat, man kann ja die Teile zwischeneinander tauschen. Deswegen kommt diese alte schöne Elektronikzündung nochmal zur Verwertung und kommt in meiner Einserschwalbe. Also, schön, schön. Na gut, dann geht's weiter. So, kleiner Zwischenstand der Dinge. Die komplette Elektrik ist raus. Mit samt was, also Grundplatte und alles. Und wenn ich mir hier so die Schrauben angucke, der scheint wirklich noch ungeöffnet zu sein. Also originale Wellies auf jeden Fall, schwarz, DDR noch. Aber die hat ja auch nur, lass mich mal überlegen, 21.000 Kilometer runter. Und von daher, der scheint mir ungeöffnet zu sein, der Motor. Lief auch wirklich top. Also kein Rasseln, nichts. Man hört wirklich, das ist noch der schöne Originalzylinder von der DDR. Ja, so sieht es hier von momentan aus. Und ja, kann man auch schön sehen. Patina ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen sehr weit vorgeschritten. Also ja, hier wird alles nochmal neu gemacht. Hier liegt die komplette Elektrik. Ist eigentlich ein Witz, wie wenig Elektrik da drin steckt in so einer Zweierschwalbe mit Elektronikzündung im Vergleich zum Beispiel einer S59 oder so. Und ja, die kommt aber definitiv noch zu Gebrauch. Ja, Bodenzüge, Auspuff, alles raus. Ja, weiter geht's. Der Teilehaufen ist größer geworden. Und somit ist nun mal alles raus. Triebwerk, ja, Luftberuhigungskasten. Da bin ich noch gespannt, was da rauskommt. Da müssen wir uns mal gleich anschauen. Ja, vordere, hintere Schwinge. Also Hauptständer. Und schaut mal hier. Einen Augenblick. Original. Belege. Naja, Asbest. Immer drauf Obacht geben, wenn man mit sowas arbeitet. Immer schön vorsichtig. Nicht dran schnuppern. Ja, was kann ich noch sagen? Ging eigentlich sehr geschmeidig. Also nicht eine einzige Schraube ist mir abgerissen. Also war definitiv ein erfolgreicher Nachmittag, würde ich sagen. Und wenn der Haufen hier liegt, na ja, dann bleibt ja noch nur noch dieses übrig. Da steht sie. Die nackte Wahrheit. Gut, dann kann ich das endlich mal zum Sandschrein bringen. Ich habe ja zwar eine eigene Sandstrahlkabine, aber der Rahmen ist mir ein bisschen zu groß, der geht leider nicht da rein. Schade, schade, sonst hätte ich jetzt auch eine gerne gemacht. Ja, also hier bin ich jetzt richtig neugierig. Ich habe schon hier, ja, gluckert. Alles klar. Was kommt denn nach der Suppe raus? Oh oh, naja. Zweitaktöl, Gemisch, Wasser, alles Mögliche. Unschön. Aber somit kein Rost. Also der hat sich selber so ein bisschen konserviert von innen. Die Außen hat er natürlich ein bisschen, ne?
Aber kein Luft drin, der war dicht. Ja. Mensch, das war wirklich ein erfolgreicher Nachmittag. Freue ich mich. Um 1 ungefähr habe ich angefangen und jetzt haben wir es um 16 Uhr. Alles klar. Na dann, freut euch auf den dritten Teil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!